lieben YouTuber da draußen. Long time no see, wie der Singapurer sagt. Ja, ist ein bisschen stressig bei mir im Moment, aber gibt Schlimmeres, ne? Ich melde mich nochmal mit kleinen bevor die Monster wiederkommen, Reviews zurück. Und zwar dreht sich alles ums Auge heute. Und da habe ich zwei Produkte von Alverde für euch. Augenpflegeprodukte. Und eins von P2 und eins von Essence. Weil ich dachte mir, die Produkte sind einfach so gut, die verdienen es, mal nicht nur nebenher genannt zu werden, sondern eine richtige Review. Und damit alles mit Augen zu tun hat, ja, dachte ich mir, machen wir. So, Jungs und Mädels, fangen wir mal mit der Augenpflege an. Und was ich in eurem Alter, also eurem, ich meine die den Mehrteil mit eurem Alter, also so 13- bis 17-Jährige, was ich noch nicht wusste, ist, dass man früh genug anfangen sollte, seine Haut zu pflegen. Das heißt nicht, dass ihr mit 8 Jahren jetzt zu Douglas laufen solltet und euch die teure Chanel-Augencreme holen sollt. Nix da. Gebt euer Geld für sinnvolle Sachen aus. Aber so mit dem Alter, so 17, 18 upwards, kann man dann doch mal anfangen, die Augen zu pflegen. Und ich sag euch jetzt mal, wie ich das mache. Und zwar schmiere ich mir jeden Abend, also man kann es natürlich auch morgens und abends machen, die Alverde Augencreme, Augentrost auf die Augen. Und zwar ist das eine Intensivpflege für die zarte Augenpartie, für jede Haut. Versorgt die Augenpartie mit reichhaltiger Pflege. Der wird ich kann heute nicht so gut reden. Ich wollte schon arbeiten und so und irgendwie ist mein Gehirn matsch. Auf jeden Fall sind gute Sachen drin. Es sind keine ike Sachen wie Parabene und Silikone oder sonstiges drin. Das ist natürlich Naturkosmetik. Und ich finde es super. Also ich habe ja wirklich Sensibelchen, Äugelchen. Und ja. Die ist super. Also die mache ich mir halt abends drauf. Da schmiere ich mir die hier hin. Ganz, ganz dick da und ganz, ganz dick da. Was heißt dick? Also ein bisschen dicker als bei den anderen Sachen. Klopfen wir das dann mit dem Ringfinger ein. Klopf, 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 klopf. Guck mal, ich habe keinen Nagellack drauf. Skandal. FSC 25 ohne Nagellack. Ja. Und ich mache auch ein bisschen hier oben hin. Also, aber nur abends. Das mache ich nur abends. Und dann auch nur ein bisschen hier. Da, weil da kommt so viel Eyeshadow drauf, da kann auch mal Creme drauf kommen, um das zu pflegen. Jawohl. Und morgens benutze ich diesen Augen-Roll-On-Perle kühlendes Feuchtigkeitspflegezeug für Normal- und Mischhaut. Und ich liebe ihn. Ich liebe, 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 liebe ihn. Wenn ihr das mal hier seht. Der hat so ein Metallkügelchen hier. Und das ist einfach total kühl und erfrischend morgens. Und ich bin ja echt ein Morgenmüffelchen. Und dann schmiere ich mir den hier, so zack, und auch einmal hier oben, zack. Klopf das ein, lass es einziehen. Und es, je nachdem, wie mein Tag ist und wie meine Augen trocken sich anfühlen, mache ich den auch nochmal übers Make-up. Kann man auch perfekt über Make-up verwenden, dann passiert nichts. Diese zwei Produkte kriegt ihr für unter 4 Euro. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2 noch was oder 3 noch was und auch 2 noch was, 3 noch was. Und sie sind Gold wert. Also ich habe schon gemerkt, dass meine kleinen Trockenheitsfältchen, die ich hier am inneren Augenwinkel hatte, dass die glatter werden. Nicht weg, aber glatter. Weil wenn einmal eine Falte da ist, da könnt ihr euch draufschmieren, was ihr wollt. Könnt ihr vergessen. Das sind alles die guten Marketing-Texter. Die haben es drauf, Leute zu verführen. Mich auch. Ich verfalle auch immer wieder der Werbung, obwohl ich zig Sachen darüber gelernt habe, so du, Nadine. Mein Freund sagt auch, du bist so bescheuert, du glaubst doch alles. Naja, egal. So, die zwei für die Pflege, Daumen hoch. Weil investiert bitte nicht nur euer Geld in den 20. Lippenstift und das 13. Eyeshadow-Pöttchen. Nein, auch für die Pflege darunter, weil die ist viel wichtiger, als man glaubt, ne? So. Und dann habe ich jetzt natürlich meinen allseits beliebten, den ich auch schon in vielen Favoritenvideos verwendet habe, Intensiv Kohl Aligner von P2 in Dramatic Japan. In 010.
Und der ist super. Ich verwende den wirklich fast jeden Tag, um hier oben an der oberen Wasserlinie nachzuziehen, weil das vergrößert euer Auge. Nicht vergrößert euer Auge. Das intensiviert die Wimpern einfach, weil es dann aussieht, als hättet ihr ganz, ganz dicht und ganz, ganz viele Wimpern. Weil, um ehrlich zu sein, sind meine Wimpern ein bisschen knicksig geworden. Aber kommt mit dem Alter. So. Den finde ich einfach total genial. Hier einfach so ein Stiftförmchen. Ich swatch euch den mal, weil die Leute haben sich beschwert, dass ich nicht so oft swatche. Ist schwarz. Und dann gibt es hier hinten so ein Nöppelchen. Ich glaube, das heißt Applikatorschwämmchen oder sowas. Oder Smoke-Schwämmchen. Also ich bin ja kein studierter Make-up-Fuzzi. Das sollte sich nicht so abwertend anhören. Ich hatte es mal vor, Make-up-Fuzzi zu werden, weil ich finde das total toll. Aber da muss man auch richtig, richtig gut sein. Weil sonst gibt es da einfach zu viele. Naja. So. Strich. Applikator. Wischi. Wow. Die Linie wird dicker und ist ausgesmokt. Seht ihr das? Perfekto. Und den nehme ich einfach auch manchmal, um hier unten dann das nachzuziehen und oben nachzuziehen und überall nachzuziehen. Kann man auch gut als Base verwenden, wenn man keine schwarze Base hat. Aber vorsichtig, weil hier, das ist halt schon sehr hart und was heißt hart? Also er lässt sich da cremig auftragen, immer wenn ihr den auf dem beweglichen Lid auftragt, nicht, dass ihr da so rop, rop, weil sonst tut ihr euch weh. Aber das ist mein liebster Liebling, kostet um die 2 €. So, und jetzt habe ich was entdeckt und ich bin total geflasht von diesem Ding, weil ich hatte ja bis vor kurzem noch meinen Revlon Colorstay Liquid Eyeliner, weil die ganzen Ami-Gurus darüber so gehypt haben, weil der ist so gut und so, und dann hat man die gesagt, gut kaufen. Aber, Freunde, danach, der deckt sowas von schlecht, und dann dachte ich mir, ne. Und die Nina Girl, mein kleiner Schatz, die hat in einem Video den hier mal vorgestellt, und deswegen habe ich mir den gekauft, und ich bin so begeistert. Er deckt, er ist total günstig, ich reagiere nicht allergisch, und er ist einfach sowas von schwarz, und er hält, hält, hält. Wer? Na, der Essence Black Mania Liquid Eyeliner. Gibt da nur eine Farbe, nämlich schwarz. Und der hat kein Pinselchen, sondern der hat so einen Gummiapplikator. Und das macht es super einfach zum Auftragen. Auch für Anfänger halt total perfekt geeignet. Seht ihr das? Ich zeig mal. Guck, guck, da seht ihr. Wium, wium. Da könnt ihr eine wunderschöne Linie mitziehen. Ja, jetzt habe ich da hier schmiert. Da ist, wo ich das raufrühre. Also ihr könnt von dick bis hin zu ganz fein könnt ihr alles machen. Seht ihr? Und da seht ihr auch schon, wie gut der die Farbe abgibt. Also ich finde den krass gut. Für 2 €. Daumen hoch dafür. Kann man nichts falsch machen mit. Ich habe bis jetzt auch noch nicht, wie gesagt, allergisch drauf reagiert, obwohl ich ja ein Sensibelchen bin. Und deswegen sind das meine Go-To-Produkte, wenn es um Augengedöns geht. Weil ich finde, ein schwarzer Kajal sollte in keiner Make-up-Kollektion fehlen, genauso wie ein schwarzer Liquid-Eyeliner. Und die Pflege muss auch stimmen. Jawohl. Das war's jetzt mit meiner Review. Sagt mir, ob ihr die Produkte schon getestet habt, ob sie euch auch gut gefallen haben. Oder gebt mir einfach noch Tipps, was ihr verwendet, wie ihr eure Produkte verwendet. Und sonst schreibt mir einfach nur, wie geht es euch? Denn, wie gesagt, ich habe euch so viel zu verdanken. Ich bin so happy, dass mich so viele Leute angucken. Und ich danke euch von Herzen, dass ihr so viele seid und so lieb kommentiert und Däumchen hoch macht. Und hört nicht auf damit mit dem Kommentieren und Däumchen hoch, weil you make my day. Ja, und wenn ihr noch mehr und wenn ihr mich noch nicht kennt und gerade jetzt gefunden habt, dann drückt doch einfach mal das Knöpfchen da oben, da steht Abonnieren drauf. Freut mich und ihr kriegt meine Videos. Mehr gibt es da nicht zu sagen, obwohl doch. Morgen, am 19. August, findet das größte YouTuber-Treffen Deutschlands statt. Ich habe das nicht so genannt, das wollte ich nur mal sagen. Und da kommen die ganzen großen YouTuber. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. Clickzoom hat das ins Leben gerufen. Auf dem Gamescom-Gelände in Köln, an der Kölnmesse.
Der Sammy, Herr Tutorial wird kommen, Beauty Peachy aus der Beauty Community, Coco von Cosmo wird kommen. Und ich. Ja, cool, wa? Also, ich freue mich. Aber ich gehe diesmal eher auch hin, um die anderen zu treffen und einfach nochmal zu gucken, was es da für Trubel gibt. Und da schauen wir mal. Also, wenn ihr vorbeikommen wollt und noch nicht genug von mir habt, dann kommt halt vorbei, wenn das so kurzfristig noch geht. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich gehe jetzt Kuchen essen, weil mein Neffe nämlich heute 15 wird. Uiuiui. Ja, und dann macht's gut. Tschüss.